So Leute, willkommen zurück zu Let's Play DK64. Und wir sind vor Cranky's Lab oder Labor. Und ja, was hat er denn für uns? Rumpf! You took your time, Donkey! Chang Ross said he did it. Also, ja, irgendein Spruch halt, der uns runter macht und jetzt bekommen wir einen Move. Simeon Slam. Simeon. Batos Bashium. Ja, das ist die Stampfattacke. Dieser Text ist nicht unbedingt wichtig. Ja, jetzt können wir hier plöden. Einfach so eine Arschbombe. Und die brauchen wir, damit wir von hier was duften können. Und zwar, was hier, glaube ich. Irgendwo. Irgendeine Höhle. Nee, hier was nicht. Aber hier kann man Geld holen. Das ist auch gut. Die braucht man später, um Fähigkeiten zu holen. Ja, der liebe Cranky ist nämlich nicht so nett. Obwohl, er ist sowieso nicht nett, aber da am Schluss wird er noch geldgierig. Von hier muss man nämlich für die Moves Geld bezahlen. Dann kann man später noch Upgrades holen, für die man bezahlen muss. Und deshalb sind diese Münzen eigentlich noch relativ wichtig. So, hier ist der Schalter. Und nach 100 Stunden Wartezeit ist das Tor offen. Squeak! He's back, Donkey King K. Rules. Island is just over there. Und wieder Sound. Er muss derjenige sein, der unser Bananen und die anderen Kongs gekidnappt hat oder gestohlen hat. Ich habe schnell reingeschaut, aber das einzige Areal, das nicht blockiert ist, ist die Insel, die da angekettet ist, Dings, also die da. Aber da müssen wir eigentlich gar nicht rein am Anfang, oder doch? Doch, wir müssen rein. So, zuerst mal die Warps aktivieren. Find a similar number. Ja, finde eine andere Nummer, also eine andere gleiche Nummer, und ihr könnt, und man kann sich dazwischen warten. Und eigentlich sind die nicht von Anfang an schon so leuchtend, sondern irgendwie so ein bisschen blass, weil man danach sieht, welche man noch nicht hat, aber naja, Emulator-Fehler. Die ändert gleich die Mucke und es fängt an zu regnen und alles. Was haben wir denn hier Schönes? Oh mein Gott, Godzilla! Oder so. Hi, name is Kilamthi oder so. Und ich bin hier eingesperrt, weil ich nicht diese kleine Insel mit den... Was? Diese kleine Insel zerstört habe. Weil die Insel ist ja so schön und hat süße Affen und so. Wie könnte ich die zerstören? Und deshalb bin ich hier gefangen. Jo. Hey, kleine Affe, vielleicht könntest du mir helfen, zu entkommen. Ich brauche nur die Schlüsseldingens hier. Ja, Donkey wird helfen, Kalamsi. Donkey hat hier keine gute deutsche Sprache. Und übrigens, entschuldigt die Skype-Sounds und Steam und alles. Habe ich leider vergessen auszustellen. Und bam! Oh, Banana! Und dieser Spruch ist mir irgendwie ins Hirn eingebrannt, seit ich ein Kind bin. Ja, K-Roll hat halt die Schlüssel genommen und so. Und nur die stärksten Soldaten von ihm haben sie. Das heißt, wir müssen immer quasi starke Typis besiegen, um die Schlüssel zu bekommen. So, hier schnell mit der Banane gewarpt. Und am Anfang haben wir gerade mal 4 Leben, was eigentlich ziemlich wenig ist.
Aber ja. Es reicht. Donkey Kong. Yeah. So, eine Banane haben wir schon mal von 200, so wie ich weiß. Wenn ich auch alle hole. So, und der Typ hier. Du kommst hier nicht rein, wenn du mir nicht ein paar von deinen Champignon-goldenen Bananen irgendetwas zeigst. Denn sonst lasse ich dich nicht rein, weil Carol oder K-Rool das gesagt hat. Oh Mann! Und mein Kollege nervt gerade mit vielen Nachrichten. Come on, I haven't got all day in the peace. Ja, da steht halt immer, wie viel Bananen und die müsste man dann halt haben. Ja. Cutscene. Lass uns sehen, wie dieser blöde Donkey Kong vorankommt. So ungefähr. Ja, das stimmt, mein irgendetwas Freund. Dieser Affe hat noch nicht mal die erste Banane. Was? Wie hat das gemacht? Sehr gut, Donkey. Aber du wirst mehr als Kraft brauchen, um mich zu stoppen. Und wir sind hier im ersten Kurs. Jungle James mit geiler Musik. Donkey, hol so viele Bananen wie möglich. Ja, und zwar gibt es hier auch kleine Bananen, nicht nur goldene, und wir brauchen kleine Bananen, um zum Boss zu kommen. Hier sind es jetzt 75, die wir brauchen. Ein Affe kann pro Welt 100 holen. Das heißt 500 pro Welt quasi. Und hier haben wir schon mal Lian. Wie komme ich an die? Ach so. Und da haben wir auch schon die ersten Bananen und hinten glaube ich auch einen Schalter. Und was ist denn los? Ich werde hier angestresst in Skype und Steam und allen möglichen Chatten. Den kann er in Super Smash Bros. Sein. Diesen Angriff meine ich. So, was haben wir hier? Oh my goodness. Ey, wer ist das? Hey Donkey, Hilfe! Und da haben wir Diddy Kong. Den können wir in der Welt nämlich schon befreien. Yo. So. Squeak! K-Rolls Untertan haben hier 25 goldene Bananen versteckt. Ja, und jeder Kong kann 5 holen. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal rein, wenn wir alle Kongs haben. Also fangen wir mal an zu sammeln. Okay, hier sind dann wohl für Diddy die Bananas. Die Mucke, die ist voll cool. Und hier klettern wir mal hoch. Und hier haben wir eine Kampfplattform. Drücke Z, um dich in Carols Ring zu teleportieren. So. Wow. Ich bin einfach da geblieben, egal. Und jetzt müssen wir hier nämlich gegen diese Biber fighten. Das ist einfach 30 Sekunden. Wow. Fail. Schon mal gefailt, dann machen wir es nochmal. Auf den Tisch. Wow. Auf den Tisch. Und bam. Bams. Und da. Auf den Tisch. Und
Donkey haut hier erstmal den Bibern eins in die Fresen. Boah. Boah, Donkey. Yeah. Was bringen eigentlich die Kronen? Ach, die sind, glaube ich, nur für den Multiplayer. Die bringen, glaube ich, gar nichts im Spiel. Oder doch, die bringen eine Banner. Okay, einfach verschwunden. Naja. Nein, da will ich noch nicht sein. Das bringt mir noch nichts. Da kann man sich später eine Waffe holen. Ah, dann wusste ich es doch. Hier oben sind noch 5 gelbe Bananen. Üpp. So. Und rüber und rüber. Und noch mal rüber. So, und hier ist, glaube ich, auch gleich nochmal. Ja. Ich habe übrigens das Spiel noch nie komplett durchgespielt, weil ich es halt eben gespielt habe, als ich noch nicht so. Als ich ja eher noch ein kleiner Typ hier war. Und unsere erste Banane hier. Und da hatte ich halt nicht die Geduld und ich war auch nicht so gut, dass ich alle 200 Bananen holen konnte. Das hat nicht mal quasi die ganze Familie, sag ich jetzt mal, geschafft, weil wir eigentlich einen Spielstand nur benutzt haben. Und ich will es jetzt mal probieren, aber wenn ich halt irgendwie schon zum Boss könnte und ich hätte nicht mehr so Bock auf das Spiel, dann denke ich mal, werde ich schon den Boss gleich machen. So, was haben wir hier? Schöne. Nochmal Bananen. Und das da nützt uns im Moment auch noch nichts. Und der Ballon auch noch nichts. Und zwar müssen wir jetzt trotzdem schon zu dem Typi, der uns eine Knarre verkauft. Funky Store. Oh mein Gott! Verdammte Panzerfaust auf dem Rücken. Hey Mann, ist eine lange Zeit, Donkey Dude. Carols Rückkehr ist ein richtiger Bämmer. Das hier wird dir helfen, den Reptil in den Arsch zu treten, so ungefähr. Willst du es kaufen? Natürlich. Coconut Shooter. Ja. Schau gut oder hör gut zu, wie man es benutzt. Ja, ich weiß. Im Moment habe ich nichts mehr, sagt er halt und so. So. Yeah, Mann. So, und mit dem können wir auch rumzielen, so, und so halbwegs in der Ego-Sicht, dafür sind wir nicht so beweglich, wenn wir es da vorne haben. Ich weiß nicht, ob das mit Donkey geht. Nee, der kann nicht hoch genug springen. Also müssen wir wieder hier rüber. No. So. Okay, Muni brauche ich keine mehr. Jetzt müssen wir Schalter aktivieren gehen. Moment mal. Muss ich zuerst? Nee. Es sind ja vorhin Schalter aufgetaucht. Treffe ich? Nee. Es sind ja vorhin Schalter aufgetaucht. Und die müssen wir nachher drücken, damit Diddy Kong befreit wird. Wird aber erst im nächsten Part passieren, denke ich mal. So, jetzt auf den Ballon bautzen, weil ein Ballon gibt, so viel ich weiß, 10, das ist relativ viel. Ja, und eben den anderen Typi da, von dem können wir, der hat's in jeder Welt und da kann jeder Kong eine Banane von ihm kassieren. Allerdings muss man dafür einen speziellen Gegner platt machen. Den kann man in dem ersten Level blöderweise als Donkey erst ziemlich spät killen. Erst mit, glaube ich, dem vierten Kong oder so. So, er ist aktiviert. Knall weggefahren. Wow, und die Biene attackiert uns hier mal schnell. So, zuerst den Ballon hier zerplatten. Und voll verfehlt. Die Entfernung ist hier irgendwie auch noch schwer abzuschätzen. So, jetzt weiß ich gar nicht. Also einer ist noch. Oh. So, gib mir mal eine Melone. Einer ist da hinten irgendwo. Wenn man ran schwimmt, sieht man den. Da.
Den kann man aber von hier aus nicht abknallen, da muss man oben irgendwo rauf, wo wir eigentlich vorhin waren. Keine Ahnung, warum ich es nicht abgeknallt habe, aber ist ja jetzt auch egal. Das mache ich später. Und da haben wir das nächste. So. So. Und da. Hey, ja. Übrigens, extrem komisch. Ich kann wieder Videos hochladen, die länger als 15 Minuten sind. Einfach plötzlich. Keine Ahnung wieso. Aber das mache ich mir jetzt zum Vorteil. So. Und hier gleich noch Act Weird. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, hier beende ich den Part. Und im nächsten. Im nächsten Part befreien wir dann Diddy Kong endgültig. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann, Leute.